Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Lasset uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das Recht erkennen und uns allzeit seines Trostes erfreuen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eine Seele hat sich durch die vorausgegangene Lektion schon in die Hölle versenken lassen, und das zweifellos zu Recht, auch wenn das war nicht die Intention des vorausgegangenen Vortrages. Es geht eher um eine Bestandesaufnahme. Was sagt der Paulus? Was sagt das Neue Testament zum Thema der Sündenverfallenheit des Menschen? Und man kann auch die Frage stellen, stimmt's oder stimmt's nicht? Also jeder ist frei zu fragen, was er will. Das ist nicht grundsätzlich die primäre Frage, die ich hier stellen wollte, weil sonst käme ich in das Gebiet der Rechtfertigung Gottes bezüglich der Existenz des Bösen in dieser Welt. Das können wir nicht meistern in einem Vortrag beim Nachdenken über den Römerbrief. Hier geht es einfach darum, das ist ein Faktum, dass die Kirche eigentlich bis zum Zweiten Vatikanum und einige noch darüber hinaus äußerst heilsrealistisch war. Während sie nach dem Zweiten Vatikanum aus Gründen, die nicht eindeutig in der Bibel festzumachen sind, plötzlich genau das Gegenteil geworden ist, heilsoptimistisch auf eine Art und Weise, dass sie nicht nur sich überflüssig macht, sondern auch das Opfer Christi letztlich überflüssig macht und eigentlich jede Religionsausübung zum Pläsier degradieren lässt. Ja, bitteschön, wer gerne gregorianischen Choral hört, hat ja auch einen Grund, in die Kirche zu gehen. Also man kann nicht sagen, dass die Heilige Schrift heilsoptimistisch ist, in einem primitiven Sinn. Also das meine ich, wenn ich von dieser Barmherzigkeitsideologie spreche oder Schwammherzigkeit, weil die Barmherzigkeit wird dann als Schwamm verwendet, die eigentlich den Ernst aller Dinge irgendwie wegnimmt, nicht? Gut, schlecht ist dann letztlich das Gleiche, denn am Schluss kommt der Schwamm und putzt das Gute so aus wie das Schlechte. Und das kann irgendwie, also in so einen Gott könnte ich dann auch wieder nicht glauben, der uns mehr oder weniger mit unserem Leben hier auf Erden betrügt. Dann hätte er uns gleich in den Himmel hinein erschaffen können und das ganze Affentheater mit Schumava und Pension Inge und Vorträge in Hohenfurt überspringen können, nicht? Und die Bibel und die Kirche und den Paulus und das Alte Testament, das ist irgendwie alles ein bisschen lächerlich, wenn am Schluss doch wer immer ehrlich sich bemüht, den können wir erlösen, wenn letztlich alles auf eine ganze dünne Suppe der guten Intention reduziert wird, die subjektiv sogar der Schwerverbrecher hat. Kein Schwerverbrecher sagt zu sich, ich bin der überste Gauner, sondern jeder hat die Gründe zu tun, was er tut. Wenn der Papst Franziskus sagt, ja, jeder muss das mit seinem Gewissen selber ausmachen, dann das sind wir alle Heilige. Oder nur die Einzigen, die dann keine Heiligen sind, sind die Heiligen. Weil die hätten dann mehr Bedenken und wären da vorsichtiger, sich selber schnell und eifrig loszusprechen und zu absolvieren. Also es geht wirklich um eine Bestandesaufnahme. Diese Bestandesaufnahme ist auch mit Blick auf die Realität einfach nicht gut. Nicht, dass das menschliche Leben verspricht uns nichts.
Und auch wenn man Atheist ist, verspricht es nichts. Es gibt uns keine Sicherheit, es gibt uns keine andauernden Freuden, es endet schlecht. Also das Faktum der Realität zeigt, dass die Situation irgendwie nicht gut ist, wenn man sie losgelöst von diesem Fenster betrachtet, das uns den Blick auf Gott weist, bevor überhaupt wir die Heilige Schrift gelesen haben. Das ist, war also diese ganze Intention und die Ausgangslage auch des heiligen Paulus. Damit beginnt er mit der ersten These. Die erste These stellt das Problem dar und ich möchte sehr betonen, das Problem ist ein echtes Problem. Echtes Problem. Also ich weiß nicht, warum man Fatima irgendwo das anerkannt hat, weil man eigentlich diese Erscheinungen der Mutter Gottes in Fatima, die man eigentlich auch nicht glauben müsste als Katholik, aber es wurde von der Kirche anerkannt. Ich verstehe nicht richtig, dass man die anerkannt hat, weil man hat es zwar anerkannt, aber doch nicht gemacht, was dort die Mutter Gottes gesagt hat. Man hat Russland nicht geweiht und so haben sich die Fehler des kommunistischen Russlands über die ganze Welt verbreitet, insbesondere über unsere Welt. Und man hat zum Beispiel nicht zur Kenntnis genommen, dass die Kinder von Fatima eine Höllenvision gehabt haben, wo gesagt wird, dass die Kinder sahen, dass die Seelen wie Schneeflocken zur Hölle fuhren. Steht in Fatima, kirchlich anerkannt, es gibt ein Fest, jeder lobt das, aber wir loben und nehmen die Realität nicht zur Kenntnis. Irgendwo ist das noch im letzten Jahrhundert ziemlich deutlich und klar gesagt worden. Also das ist die Ausgangslage und diese Ausgangslage, die vertieft der heilige Paulus dann noch mit Fragen. Also er ist zum Punkt gekommen, in dem wir heute stehen. Es ist nicht nur so, dass die Welt radikal ins Böse abgefallen ist. Sie nennt auch das Böse gut und das Gute bös. Aber das kommt noch dazu. Und lobt die, gibt ihnen Beifall, denen, die schlecht handeln. Dann geht es im zweiten Kapitel, da gehe ich jetzt drüber so weiter. Darum bist du unentschuldbar, o Mensch, der du richtest. Hat jemand gerichtet? Stand etwas von Richten vorausgehend? In meiner Übersetzung nicht. Wirklich nicht. Es stand im letzten Satz, sie kennen wohl Gottes Satzung, dass alle, die solches tun, den Tod verdienen. Dennoch verüben sie es nicht nur selbst, sondern spenden noch denen Beifall, die so handeln. Also sie kennen auch die Satzung Gottes. Also das müssen die Priester sein. Also, und dann geht es weiter. Wir suchen den roten Faden, darum weise ich auf diesen leichten Bruch im Text hin. Darum bist du unentschuldbar, o Mensch, der du richtest. Warum richten? Also zwischen dem letzten Vers des ersten Kapitels und dem ersten Vers des zweiten Kapitels muss man sich offensichtlich einen impliziten Einwand denken. Denn im Weiteren beschäftigt sich Paulus mit Einwänden. Also sie spenden denen, die das Schlechte tun, Beifall. Einwand? Na, ich nicht. Ich spende keinen Beifall. Im Gegenteil, ich verurteile. Klar? Und dann geht das zweite Kapitel irgendwie vernünftig weiter. Sonst ist das schwierig. Das Ende ist, sie geben Beifall. Der implizite Einwand, die implizite Objektion, Gegenrede, ist, nein, ich tue das nicht. Und darum antwortet der Paulus, darum bist du unentschuldbar, o Mensch, der du richtest, wer immer du bist. Nein, ich verurteile diese Leute. Ja? Nein, aber du bist auch unentschuldbar. Also kannst da gar nicht so leicht aus dem rauskommen. Indem du über den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust das Gleiche. Nicht. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil der Wahrheit gemäß über dir geht, die solches tun. Bildest du dir den einen Mensch, der du über die, die solches verüben, richtest und es selbst tust, du werdest dem Gerichte Gottes, vor dem Gerichte Gottes entgehen.
der Mensch in seiner Menschlichkeit und in seiner Sünde steht angesichts der Gerechtigkeit Gottes vor einer Mauer. Da begegnen sich zwei, die keinen Begegnungspunkt haben. Und das hat die Theologie und die Philosophie immer gesagt. Also der mittlere Platonismus hat schon deutlich zum Ausdruck gebracht, diesen weiten und entfernten Gott. Und das ist grundsätzlich richtig. Wie soll ich, der kleiner ist als eine Ameise, wie soll ich mit Gott ein Gespräch, Kontakt aufnehmen, der größer ist als ein Elefant? Wie können Ameise und Elefant heiraten? Was gibt es für eine gemeinsame Basis zwischen mir, dem Schwachen, dem Sündhaften und dem Beschränkten und dem Kleinen und dem unendlichen Gott? Das sagt hier der Paulus. Also, du kannst nicht mit zwei Sprüchen irgendwie sagen, ja, das sind schon Teufel, aber ich bemühe mich ja nicht. Es steht doch geschrieben bei Goethe, wer immer ewig sich bemüht, den können wir erlösen und so weiter. Gut, Goethe. Aber das, der Paulus baut da Mauern, dass man sich da nicht einfach leicht rausreden kann mit einigen schönen, frommen Sprüchen. Also, dass da wirklich ein Gegensatz herrscht. Der wird überwunden, macht euch keine Panik. Wendet das nicht so gleich auf euch an, sondern versucht einmal den Gedanken des Paulus nachzuvollziehen und dann schauen wir bis zum Ende und dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Aber das ist der erste Einwand. Hier ist gemeint, dass man gewöhnlich, und das ist auch fast immer die Regel, dass man dort richtet, wo man selber die Steine im Garten hat. Also ich höre auch immer gerne den Leuten zu, nicht was sie so sagen und dann, was sie über den Nachbarn sagt, was der Ehemann über die Ehefrau sagt und so. Und dann sage ich, also wenn du jetzt das beichten würdest, hättest du eine gute Beichte abgelegt und hättest sogar auch noch deine Sünden gebeichtet. Also eher der Aspekt wird gemeint, dass mir auffällt die Sünde, die unter meinen Schuhsohlen brennt. Das ist. Das andere ist auch ein richtiges Problem, aber das ist hier nicht der Fall. Also wer richtet, der richtet. Wenn noch das Beispiel des Krebskranken. Also wenn einer über alle beide Ohren krebskrank ist, dann wird er vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dem anderen vorzuwerfen, dass er ein Simulant ist, zum Beispiel. Wenn man selber schwer leidet, wenn man wirklich ganz Einsicht hat in die eigenen Sünden, bis in den tiefsten Abgrund der Seele, dann hätte man wohl keine Lust mehr, groß einen anderen zu richten, weil man das Gefühl hat, es ist genug Unkraut und Brennnesseln in meinem eigenen Garten gewachsen. Also das ist halt immer ein bisschen so, nicht, dass der richtet, auch das Gefühl hat, ja, so ganz so schlimm ist das nicht. Das heißt nicht, dass man nicht die Wahrheit sagen soll. Bitte, das heißt genau nicht. Sonst, das war ja ein bisschen dann die Richtung, in die Kirche gegangen hat, dass man gesagt, ja, um Gottes Willen nicht richten, Gottes Willen nicht sagen, Gottes Willen nur schön reden. Und dann ist diese ganze Falschheit, diese Unerträgliche aufgekommen, die ja auch nicht die Lösung ist. Also es ist wichtig, dass man das, was falsch ist, benennt. Das braucht oft viel Mut. Und man soll es nicht nur mit Mut, sondern auch mit Demut sagen. Und wenn man das kann, dann ist es schon richtig, dass man auch laut und deutlich sagt, was nicht geht. Denn es hilft niemandem, ihn mit Captationes Benevolenze zu betrügen. Das macht der Geschäftsmann natürlich. Vom Geschäftsmann hörst du nie alles außer die Wahrheit. Das ist ein Idiot, wenn er dir die Wahrheit sagen würde. Nicht? Das ist das Letzte, was der Mensch hören will. Aber hier die erste Mauer, die errichtet wird. Pass auf, du kannst dich nicht billig abseilen von der Sünde der anderen. Hier rede ich nicht nur über den Atheisten, den Großen, der alle belächelt und glaubt, er sei schlauer als die ganze Welt und Gott inklusive. Nein. Also hier rede ich auch über dich, über den Frommen. Auch ein Sünder, bekanntlich. Gut. Also der erste Einwand, ich sagte, ein impliziter Einwand. Erinnert euch, die These kommt zuerst und dann werden so Fragen gestellt. Die erste Frage haben wir hinter uns. Jetzt kommt die zweite Frage, die beginnt in 2,4 und die ist jetzt ausgesprochen. Oder verkennst du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und merkst nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße führen will?
Da fragt irgendetwas, irgendwo, irgendwann, nicht? Nicht? Hier setzt er auch etwas voraus. Was setzt er voraus? Dass du, letzter Satz war, o Mensch, der du über die, die solches verübst, richtest und es selbst tust, du werdest dem Gericht Gottes entgehen, glaubst du? Entschuldigung, das ist auch ein impliziter Einwand. Das ist nochmal ein impliziter Einwand. Welcher implizite Einwand muss man sich da dazu denken? Ja, du nicht so. Du nicht so. Jetzt möchtest du mich hinstellen als der größte Gauner, den das Menschengesicht je einmal gesehen hat. Aber also Gottes so, also ich muss sagen, oh, ich mache auch Fehler, es geht mir auch schlecht, aber so präsent ist Gottes Zorn und wirklich nicht in meinem Leben, also bei aller Ehre nicht. So schlecht geht's mir nicht. Ha? Der bestraft mich nicht auf Schritt und Tritt. Also du übertreibst ein bisschen mit dem Zorn Gottes, der über alle lastet. Boah. Also so tragisch. Teufel an die Wand malen, auch ein Einwand. Also, und hier wird geantwortet, wie, ja, pass auf, pass auf. Du verkennst den Reichtum seiner Milde, Güte, Geduld, Langmut, Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes, die gibt es schon. Aber wozu, als die erste Barmherzigkeit, die wir im Leben erfahren, erfahren wir wofür, weshalb, warum? Diese Barmherzigkeit öffnet den Raum, der dem Sünder die Zeit und das Spazium gibt, sich zu bekehren. Die Leute sagen immer, ja, also wenn Gott jetzt nicht endlich mal was tut, muss er sich noch bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Aber seid vorsichtig mit solchen Sprüchen, denn wenn Gott mit dem eisernen Besen fegen würde, ist es gut möglich, dass wir auch in den Eisenkrallen des Bösen hängen bleiben würden, des Besen. Aber im Durcheinander, ich rede da mit den Tschechen und sie sagen dann Besen, wenn sie Bösen und Bösen, wenn sie Besen sagen sollen, da komme ich auch ganz durcheinander nicht. Also, dass die göttliche Barmherzigkeit Raum schafft für die Umkehr. Es wird dann immer die bekannte Stelle zitiert. Und ich sage, ja, aber es steht doch geschrieben im 1. Timotheusbrief, Gott will, dass alle gerettet werden. Gott will, dass alle gerettet werden. Das wäre die Lösung, die schnelle Leiter aus der Hölle. Aber natürlich will Gott, dass alle gerettet werden. Aber da muss man eine Voluntas Antecedens und eine Voluntas Konsequenz unterscheiden. Vorausgehend will er, dass alle gerettet werden, hat die Basis dafür gelegt. Aber am Schluss muss er ein Stück weit mit dem Zusammenarbeiten des Menschen rechnen. Nicht? Sonst hätte er sich einen Roboter schaffen müssen. Das der wunde Punkt, die Größe und die Achillesferse des Menschen ist, dass er halt doch irgendwo selbstständig geschaffen wurde. Ich habe das jemandem gesagt. Nicht? Solche Probleme hat man bei Tieren nicht. Tiere verhalten sich immer tiergerecht. Immer. Es gibt keine psychiatrischen Kliniken für Katzen. Es gibt keine Gefängnisse für Hunde. Das braucht es auch nicht. Ein Hund, der reagiert immer so, wie Gott will, dass er reagiert. Der bricht nicht aus. Der Mensch handelt ständig unmenschlich. Ständig. Weil er diese Möglichkeit hat einer selbstständigen Persönlichkeit. Und um diese Persönlichkeit kommt Gott in all seiner Macht nicht herum. Also wenn Gott diese Entscheidungsfähigkeit des Menschen einfach überrennen würde, dann würde er genau den Teil des Menschen kaputt machen, der den Menschen vom Tier trennt. Denn Haare haben die Affen auch. Haut haben sie auch, Zähne, Nase, Augen, alles. Wir sind alles wie die Tiere, nur eine Stufe schlechter. Ich lache immer, wenn man so 100 Meter Lauf macht bei der Leichtathletik. Da könnte man jeden Pudel losschicken, ohne Training, der wird gewinnen. Es gibt nichts Lächerlicheres als den Sport, nicht? Also absolut. Da steht die Tierwelt in der Zuschauerbank und lacht sich den Ranzen voll, nicht?
Also der Mensch, das ist, und Gott schafft dem Menschen den Raum zur Bekehrung. Jetzt reden wir noch nicht von den Indianern im brasilianischen Urwald, die nichts von Christus gehört haben. Reden wir nicht, sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Gut, also wir hatten einen Einwand, der sagt, also du sagst, dass alle verurteilen. Stimmt gar nicht. Alle verurteilen das Gute und loben das Böse. Stimmt gar nicht, ich nicht. Und da sagt er, nimm nur den Mund, ich verurteile diese Leute, die das machen. Ja. Nimm du nur den Mund so voll, nicht? Und damit richtest du dich selber. Denn wozu die Anklage, die man dem anderen gegenüber oft macht, das ist die eigene Sünde. Gut, und da kommt der nächste Einwand, der sagt, ja, aber tu nicht so. Also jetzt hast du doch schon den ganzen Morgen den Teufel an die Wand gemalt. Und jetzt ist es doch nicht so, dass alles einfach schlecht ist, einfach alles schwarz ist, einfach alles Zorn ist. Du musst doch auch das Positive sehen. Hast wohl ein psychologisches Problem wohl? Ha? Zu wenig geliebt geworden von deiner Mutter, was? Und dann sagt der heilige Paulus, ja, ich sag nicht, dass die Liebe, die Güte, die Langmut, die Barmherzigkeit Gottes fehlt. Aber du musst wissen, wozu sie da ist in deinem Leben, damit du dich bekehrst. Also, 5 geht es weiter, gemäß deinem Starrsinn und dem unbußfertigen Herzen häufst du dir Zorn auf für den Tag des Zornes. Also das dritte Mal erwähnt der heilige Paulus den Zorn. Und der Offenbarung der gerechten Gerichte Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Das ist schon total brutal, nicht? Also der rechnet mit dir ab, der wird dich hervorholen und sagen, du weißt du was, du hast 12 Talente gehabt, hast aber 9 zurückgebracht, hast gedacht, sei es gut, aber verglichen mit dem, was du bekommen hast, bist du unter dem Strich, nicht? Du bist auf der Treppe, die abwärts geht. Und ehrlich gesagt, der heilige Paulus ist ja ganz klar da, dem entkommt keiner. Du kannst dich schon vergleichen mit dem anderen, aber weißt du, wie viel er bekommen hat? Der ist vielleicht mit 5 Talenten, mit einem Talent ist ins Gefängnis gekommen und du mit 50 Talenten knapp dran vorbei. Also, wir werden tatsächlich nach unseren Taten beurteilt, aber langsam, das ist noch nicht das Ende des Refrains. Wir werden nach unseren Taten benannt und beurteilt und nach dem, was wir bieten und leisten können. Aber erinnert euch auch daran, dass kein Heiliger gestorben ist im Bewusstsein, dass er ein Superman ist. Die Heiligen sind in einem anderen Bewusstsein gestorben. In einem total anderen Bewusstsein. Aber weiter geht der Paulus nicht hier. Darum möchte ich auch nicht weitergehen. Aber die Messlatte ist die, wenn du zu Gott kommen willst, musst du Gott entsprechen. Na, wie du das dann machst, das ist dann dein Problem. Oder vielleicht doch nicht. Aber an diesem Punkt hier im 2. Kapitel des Römerbriefes ist es noch dein Problem. Weil der Paulus dann noch nicht weitergeht. Also gut. Also merkt euch, wer glaubt von euch, dass er genügend Werke getan hat, um, wenn er heute sterben würde, in den Himmel zu kommen? Wer glaubt das? Der kommt sicher in die Hölle und die anderen auch. Also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Aber der Römer, wir haben 16 Kapitel, gut. Dass er jedem vergelten wird nach seinen Werken. Denen, die in beharrlicher Übung des Guten nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit trachten. Seid ihr das? Die in beharrlicher Übung des Guten nach Herrlichkeit, Ehre, Gottes natürlich, und Unvergänglichkeit trachten. Seid ihr das? Ja. Ah, die schon. Ja, da. Hast du ein Zimmer reserviert da unten? Gleich neben der großen Pfanne. Versteckt sich hinter der Heiligen Schrift. Nicht schlecht, eine gute Basis. Mit ewigem Leben, denen aber, die aus Auflehnung der Wahrheit ungehorsam, der Ungerechtigkeit aber gehorsam sind, mit grimmigem Zorn.
Das vierte Mal ist hier vom Zorn die Rede. Und bitteschön, das ist keine Übertreibung, das ist richtig. Das Gute geht zum Guten, das Böse zum Bösen. Der Böse hält das Gute nicht einmal aus, nicht? Die stoßen sich ab gegenseitig. Das ist die Ausgangslage, auch die leicht verständlich ist. Du kannst nicht als Dreckfink in den Palast des Königs reingehen, da verdreckst du alles. Der König braucht dich nicht und will dich nicht. Dreck zu Dreck, Reinheit zu Reinheit. Das ist logisch, da brauchst du keine große Theologie zu haben. Das entspricht dem gesunden Menschenverstand, den man nie unterschätzen soll. Also, aber nehmt einfach an, wendet das jetzt nicht so gleich auf euch an. Klar? Das ist keine Gewissenserforschung im Augenblick. Das ist nur ein Versuch, den Römerbrief zu lesen. Ihr müsst das wie eine dritte Person lesen. Lasst eure Seele im Himmel oder in der Hölle, wo immer sie ist, das ist egal jetzt. Gut. Trübsal, Vers 9. Und Angst kommt über jede Menschenseele, die das Böse tut, über den Juden zuerst und auch über den Griechen. Herrlichkeit und Ehre und Friede über jeden, der Gutes tut. Also, wo seid ihr näher? Seid ihr näher bei Trübsal und Angst oder seid ihr näher bei Herrlichkeit, Ehre und Frieden? Wenn ihr euer Leben in drei Worte fassen würden, wären Herrlichkeit, Ehre und Frieden, wären das die drei Worte? Also bei mir eigentlich nicht, ich weiß nicht. Aber vielleicht bei euch schon. Ne? Bei euch schon. Naja. Also wenn einer so sagt, ja, dann ist es nicht. Dann ist es nicht. Herrlichkeit und Ehre und Friede über jeden, der Gutes tut, über den Juden zunächst und auch über den Griechen. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Da geht es um Inhalte, nicht um Formen, nicht um Chromosomen, sondern um Seelen geht es ihm. Also, weiter geht die Geschichte. Denn alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, gehen auch ohne Gesetz verloren und alle, die im Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet. Hier ist vom Gesetz des Moses die Rede. Und dieses Gesetz wird auf Griechisch Nomos genannt. Gesetz. Aber ich bin schon verschiedentlich und zu Recht darauf hingewiesen worden, dass man eigentlich nicht Gesetz übersetzen sollte, sondern aus dem Hebräischen übersetzen sollte, wo das Gesetz wie heißt? Auf Hebräisch zunächst. Torah. Kennt ihr das nicht? Torah? Kennt ihr das nicht? Es gibt den Tor und seine Frau, die Torah. Also die Torah, und die Torah kommt vom Verb Yara, glaube ich, und das Verb heißt unterweisen, hinweisen auf den richtigen Weg. Und das, bitte, das scheint mir eine ziemlich wichtige Unterscheidung zu sein. Wir sollten das Wort Gesetz grundsätzlich vermeiden, denn die Leute sind verseucht von Gesetzespositivismus. Nicht? Und in der Kirche feiert der Gesetzespositivismus Urstände. Da kommt irgendein Opus Dei-Priester daher, das sind Gesetzespositivisten par excellence, und sie sagen also, wenn der Papst dann beschließt, dann, dass die Wiederverheirateten wieder heiraten können, wenn er das am Samstag beschließt, dann bis Freitag dürfen sie nicht heiraten, aber ab Samstag dürfen sie heiraten. Das ist einfach die reine Inhaltslehre eines Gesetzes, das ganz beliebig von einem verrückt gewordenen Parlament erfunden wird, nicht? Gesetzespositivismus ist zum Beispiel, wenn man sagt, die Abtreibung ist legal. Nein, die Abtreibung ist ein Verbrechen und eines der schwersten Verbrechen, weil es einen Unschuldigen betrifft. Da kann das Parlament noch tausendmal darüber abstimmen, so wie das griechische Parlament darüber abgestimmt hat, ob der Esel ein Pferd ist. Du kannst natürlich einen Esel zu einem Pferd erklären, ist aber trotzdem ein Esel. Das ist Gesetzespositivismus, wo irgendein von Gott losgelöstes, wild gewordenes Parlament irgendwelche Verrücktheiten beschließt. Und die Verrückten, die das Parlament, das Verrückte gewählt haben, diesen Verrücktheiten auch noch nachleben. Also so darf man das Gesetz nicht verstehen, sondern das Gesetz ist ein Ausdruck dessen, was wahr ist. Aber weil der Gesetzesbegriff so verseucht ist, würde ich sagen, seid vorsichtig,
diesen Begriff des Gesetzes, Sakon, das Begriff des Gesetzes zu verwenden, weil die Leute sich vornehmen, ja, wenn der Papst sagt, dass morgen die Sonne der Mond und der Mond die Sonne ist, ja bitte, der Papst ist unfällbar, dann wird das schon stimmen, nicht? Nein, voll idiotisch und bleibt voll idiotisch. Also das, der Papst untersteht der Wirklichkeit und der Wahrheit und der Realität. Also das ist das, wenn der Paulus hier vom Gesetz spricht. Es ist nicht einfach ein leeres Gesetz, das irgendetwas beschließt, dass man links fährt und nicht rechts oder rechts und nicht links, sondern das ist eine Unterweisung, die zur Wahrheit hinführt. Und Wahrheit heißt zur Realität. Realität. Und da ist eben die Realität die eine, auch wenn das Parlament etwas anderes bestimmt. Also wenn der Papst da seine beiden Schuhe zusammenbildet, dann fällt er auf die Nase, nicht? Da kann er noch lange sich aufs Evangelium berufen. Blödsinn bleibt Blödsinn. Also hier in dieser Stelle, die ich gerade gelesen habe, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, das sind jene, die nicht im Kontakt waren mit dem Gesetz von Moses, gehen auch ohne Gesetz verloren. Und alle, die im Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet. Das sind jene, die im Gesetz des Moses, in der Unterweisung des Moses gelebt haben. Das sind die Juden. Da spricht der heilige Paulus zu seinem Publikum, Juden und Griechen, Juden und Heiden. 13, denn nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht bei Gott, sondern die Befolger des Gesetzes werden für gerecht empfunden. Und das ist das Problem der Juden. Wenn nämlich die Heiden, die Völker, die kein Gesetz haben, von Natur aus die Vorschriften des Gesetzes erfüllen, so sind sie, die kein Gesetz haben, sich selber Gesetz. Denn der heilige Paulus sagt, jeder Mensch hat das Gesetz in sein Herz geschrieben und er weiß, was Recht und Unrecht ist. Und das weiß er, und damit verstärkt sich nämlich die These des heiligen Paulus, dass er von der natürlichen Gotteserkenntnis ausgeht und dass nämlich er bereits gesagt hat, der Mensch ist fähig, mit seinen natürlichen Fähigkeiten aus der Natur Gott zu erkennen. Und wenn er das gemacht hat, dann hat er die Basis aller Wahrheit. Und aufgrund dieser Tatsache kann er von dieser Wahrheit andere Wahrheiten ableiten. Also es muss dem Menschen nicht gesagt werden, was gut ist und was böse. Sonst müsste man ja sagen, ja, die einzigen, die wissen, was gut und böse ist, sind praktizierende Christen. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Auch einer, der noch nie etwas vom Christentum gehört hat, weiß sehr wohl, was recht ist und was falsch. Er kann es verleugnen, er kann eine Philosophie erfinden, die das Weiße schwarz macht und das Schwarze weiß, alles kann er machen, aber das Faktum bleibt, dass der Mensch unabhängig von der Offenbarung Einsicht in Gott, Einsicht in das Gute hat. Das sagt der Paulus hier. 15. Sie zeigen ja die Heiden, dass die Forderungen des Gesetzes in ihr Herz geschrieben sind, wovon auch ihr Gewissen Zeugnis ablegt und die Gedanken, die einander anklagen und verteidigen. Also, der Mensch hat einen direkten Zugang zur Wahrheit und zu dem, was recht ist. Am Tage, gut, das überspringe ich jetzt. Gut, und dann gehen wir weiter bei 17, da kommt wieder ein Einwand, und zwar ein impliziter Einwand. Das sagt, also er hat jetzt von den Heiden gesprochen, gesagt, die Heiden haben es im Herzen, die Heiden wissen, was richtig ist. Jetzt kommt der Antwort, hallo, schön und recht, was die Heiden sind, aber ich bin ein Jude, ich bin ein Jude, ich bin kein Heiliger, kein Heide. Und darum geht er jetzt mit den Juden weiter. Jetzt kommt also eine nächste Frage, die er beantwortet. Du nennst dich einen Juden? Du ruhst dich aus auf dem Gesetz und rühmst dich in Gott. Ja, du weißt mehr als die anderen, streitet niemand ab. Du hast das ganze Alte Testament, du hast die Geschichte Gottes mit den Menschen zur Kenntnis genommen. Du kennst seinen Willen, steht ja alles geschrieben bei den Propheten, bei Moses. Und aus dem Gesetz belehrt, weißt du, woraus es ankommst. Du traust dir zu, ein Führer vom Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind. Und ein Erzieher der Unverständigen und ein Lehrer der Unmündigen, der im Gesetz die
Verkörperung der Erkenntnis und der Weisheit besitzt. Erkenntnis immer Religion. Also du, das ist richtig, du hast das alles, sehr gut, ich lobe dich, ist nicht falsch. 21, du willst andere belehren, dich selbst aber belehrst du nicht. Du predigst, man dürfe nicht stehlen und du stiehlst selber. Du sagst, man dürfe nicht Ehe brechen und du brichst selber die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dennoch Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes, entehrst aber Gott durch die Übertretung. Es steht ja geschrieben, der Name des Herrn wird um euretwillen unter den Heiden gelästert. Natürlich, Ezechiel 36. Er sagt, ja, ja, ihr Juden habt viel, ihr wisst viel, aber das Problem ist genau das Gleiche zwischen Heiden und Juden. Schlimmer noch, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Heiden und Juden, sagt der heilige Paulus an dieser Stelle. Da gibt es einen Einwand dann dagegen. Wenn es um die Sünde geht, dann ist jeder gleich. Und weil jeder gleich ist, dann gibt es in dieser Welt des Zorns Gottes keinen Unterschied zwischen Heiden und Juden. Keinen. Denn die Packung mag bei einem schwarz und beim anderen weiß sein, aber der Inhalt zeigt keinen Unterschied. Und das sagt jetzt der heilige Paulus, bis zum nächsten Einwand, die Beschneidung hat nur dann Wert, wenn du das Gesetz erfüllst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschnittenheit zur Unbeschnittenheit geworden, wenn du das Gesetz nicht hältst. Was ist der Unterschied zwischen einem Juden, der das Gesetz nicht hält, und einem Heiden, der das Gesetz nicht hält? Wenn aber ein Unbeschnittener die Vorschriften des Gesetzes erfüllt, wird ihm durch sein Unbeschnittensein nicht angerechnet, als wäre er beschnitten oder erfüllen würde. Ja, wer von Natur aus ein Unbeschnittener ist und trotzdem, also ein Nichtjude ist und trotzdem das Gesetz beobachtet, der wird dich verurteilen, der du trotz Buchstaben und Beschneidung das Gesetz übertrittst. Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der es nur äußerlich ist, und die wahre Beschneidung ist nicht die, die nur äußerlich am Fleisch vollzogen wird. Nein, nur der ist ein Jude, der es im Innern ist, und die wahre Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens im Geist, nicht nach dem Buchstaben. Ein solcher findet Lob, aber nicht bei den Menschen. Aber nicht bei den Menschen, aber bei Gott. Also, der Jude ist eine innerliche Angelegenheit. Und solange das Innerliche nicht aufgefüllt wird, ist der Jude kein Jude. Wer dagegen das Innere aufgefüllt hat, wie immer das funktioniert, Paulus wird darüber reden, der ist der wahre Jude. Das neue Israel, das ist die Kirche. Und die 12 Stämme, die sich versammeln nach der Prophezeiung des Ezechiel, das ist nämlich die Kirche. Denn zur Zeit des Ezechiel gab es 10 Stämme überhaupt nicht mehr. Und trotzdem sagt er, die 12 Stämme werden sich zusammenfinden. Wie geht das? Ja, ganz einfach, nicht? 2 Stämme gibt es noch, Benjamin und Juda. Und die 10 Stämme, die restlichen, haben sich unter den Völkern aufgelöst. Also muss man die Kirche schaffen, die die Juden und die Völker versammelt. Dann hat man die Juden drinnen und die Völker und innerhalb der Völker auch noch die 10 Stämme, die sich aufgelöst haben in den Völkern. Und somit erfüllt sich die Prophezeiung des Ezechiel. Und dann sagt er noch etwas. Also, ihr wisst, den Juden muss man nicht im Fleisch suchen. Den Juden muss man im Herzen und in der Seele suchen. Zweitens, aber ein solcher Jude, der im Herzen aufgefüllt wurde, findet Lob, zwar nicht bei den Menschen, aber bei Gott. Warum nicht bei den Menschen? Weil du bei den Menschen, da musst du angeben. Angeben musst du in der Kirche. Kannst du in den Beichtstuhl gehen und all deine Schandtaten aufzählen und am Schluss sagt der Priester, gut, gut, du hast gut gebeichtet. Hast nicht nur gesagt, ich habe in der Kirche rückwärts geschaut, hast du einige schwere Böcke, hast du da aufgetischt, auf den Tisch getan. Du hast hervorragend gebeichtet, die Gnade wird fließen. Wenn du eine Stelle sucht, eine Arbeit sucht, da kannst du nicht hingehen und sagen, ja, ja.
Ja, ich kann mich schon mal bemühen, nicht? Aber du weißt ja, der Mensch ist schwach und so. Und er möchte schon das Gute, aber macht das schlecht. Ja, steht ja bei Paulus auch so. Da bekommst du keine Stelle. Nein, mit Paulus bekommst du keine Stelle. Da musst du dich verkaufen, da musst du angeben, da musst du dich preisen, deine Fähigkeiten unterstreichen. Dann würde er sagen, ja, der da, der redet wie ein Professor. Ja, den nehme ich, glaube ich, nicht. Also wenn der nur halb so gut ist, wie er sich preist, ist er noch ausgezeichnet. Also, so geht das bei der Welt. Aber in der Kirche geht es anders, nicht? Du findest Gott, du findest, ein solcher findet Lob bei Gott, weil er nichts mitgebracht hat. Und je nichtser, je weniger er mitgebracht hat, desto mehr schafft er Raum in seinem Innern, um mit Gnade aufgefüllt zu werden. Dass das beim Menschen nicht Eindruck macht, dass der Atheist so das Gefühl hat, dass es besser wäre, dass er der Schlaue ist und der Christ der Dummkopf, das ist dann sein Problem. Also, die Erneuerung des Menschen in Christus ist eine Karriere nach unten. So, gut. Jetzt kommt, also könnt ihr noch ein bisschen durchhalten, nur noch 5 Minuten, dann müsst ihr aufwachen, weil dann ist die Dings zu Ende. Aber jetzt kommt noch ein letzter Einwand, ein vierter Einwand. Ja, ach so, das hast du jetzt wirklich gesagt, Paulus. Also, ob Jude oder Heide, ist völlig egal. Warum dann? Das ist ein bisschen ein Widerspruch, nicht? Warum hat dann Gott das ganze Affentheater mit den Juden gemacht? Warum hat er den Abraham herausgeholt aus Mesopotamien nach Kanaan? Warum hat er dann die ganzen Väter da kommen lassen? Warum hat er die Richter eingesetzt und die Könige? Und dann das ganze Theater mit dem Exil und Rückkehr vom Exil, Esra, Nehemia, die Makkabäer. Warum das ganze Theater? Warum ist das ganze Theater, wenn alles das Gleiche ist? Bitte? Ja, also moralisch eins reinhauen. Ja, nehme ich mal meine raus und die quäle ich ein paar durch einige Jahrhunderte und die wissen dann, dass es Gott gibt. Nein. Wir müssen immer, wenn solche Fragen gestellt werden im Alten Testament, wir haben immer die Versuchung, moralisch zu antworten. Ja, Prüfung, der wollte da ein Exempel statuieren, der wollte mal zeigen, wie es geht. Immer zuerst theologisch denken. Und der Paulus denkt jetzt theologisch. Also, er stellt die Frage, was hat nun der Jude voraus und welches ist der Nutzen der Beschneidung? Und da sagt er, viel in jeder Hinsicht, viel. Aber was ist das Viele? Lest mal nicht. Was ist das Viele? Was ist das Viele? Was haben die Juden voraus, nicht? Vielleicht doch ein bisschen besser, vielleicht doch früher begonnen, sich zu üben. Das? Bitte? Die Auserwählung von Gott her. Ja, schon, das ist sehr allgemein. Was haben die Juden voraus? Interessant, was bei vieles in jeder Hinsicht. Und es fällt euch nicht ein was? Vieles in jeder Hinsicht, nicht wenig, viel. Und ihr habt keine Ahnung was? Vor allem dies, dass ihnen die Aussprüche Gottes an, die Worte Gottes anvertraut wurden. Vor allem, dass ihnen die Worte Gottes anvertraut wurden. Das Judentum als Judentum ist wie alle anderen, sagt der heilige Paulus. Aber was ist nicht wie alle anderen? Dass sie zum Gefäß geworden sind, in dem die Worte Gottes aufbewahrt wurden, die insofern interessant sind, als sie vorbereitet haben auf das Kommen des Wortes. Habe ich gestern gleich gesagt, wie beginnt das letzte Buch des Pentateuch, das da heißt? Nein, im Pentateuch. Das 5. Buch, die Vollendung des Pentateuch, das Deuteronomium. Ele Hadevarim. Das sind die Worte. Und wie beginnt der letzte der 4 Evangelien? Die Evangelien sprechen, das ist der Pentateuch, das sind die Evangelien. Und wie beginnt der letzte der 4 Evangelien? Im Anfang war das Wort.
das Wort, die Worte des Alten Testamentes sind die Vorbereitung, die Eröffnung für das Wort des Neuen Testamentes. Deshalb ist das von Bedeutung. Deshalb ist das so wichtig. Die Juden als Juden sind wertlos. Und da sagst du, ja, aber wenn jetzt gesagt hat, dass sie wertlos sind, was haben sie denn für Vorteile? Ja? Weil du immer nur vom Menschen her denkst, statt von Gott her denkst. Doch, sie haben den Vorteil, dass sie der Kelch des Wortes Gottes geworden sind. Den Vorteil haben sie. Aus sich nichts, aus Gott alles. Vor allem dies, dass ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut. Gutes Wort. Hat jemand eine griechische Bibel dabei? Ja. Also lies mal da. Dass ihnen die Worte Gottes anvertraut wurden. 3,2. Aber wenn du nicht gut griechisch lesen kannst, dann gib's besser mir. Sonst ist die Blamage unerträglich, weil ich lache dann ganz laut aus. 3,2. Kantapatatrompon, gut, dann? Proton, Mengar, Hoti, Epistoitisan, ja. Halogia, Utrium. Halogia, hier wird mit Aussprüchen Gottes. Hast du alles verloren? Da hast du alles verloren. Dann hast du den Zusammenhang nicht mehr. Wie war das Verb? Das Verb? Aber bitte richtige Akzent setzen, mir schien da daneben gewesen zu sein. Das Verb, das ihnen anvertraut wurden. Epistoitesin. Akzent richtig? Epistoitesin. Episteftesin, richtig, Episteutesin. Merkt er was? Ja. In dem Wort steckt das Wort bist ist drin. Also die Treue Gottes, Jesu Christi am Kreuz mit dem Blut und dem Schweiß, all das wird in den Worten des Alten vorweggenommen. Worüber spricht denn Jesaja, wenn nicht über den Schmerzensmann, den Gottesknecht? Worüber sprechen denn die Opfer im Levitikusbuch 1 bis 7, das Holocaustum und das Schuldopfer und das Sühnopfer, wenn nicht über das Opfer Christi? Worüber sprechen denn die Maße des Tempels von Jerusalem, des alten Tempels und des Tempels von Ezechiel, wenn nicht über die Kirche Jesu Christi, die das Opfer zelebriert? Es lohnt sich schon, das Evangelium genau zu lesen. Warum glaubt ihr, wird im Buche Exodus und glaube ich in der Chronik noch einmal jedes Detail des Tempels mit Maß und Haken und Knopf und Ecken dargelegt? Einfach nur, um uns auf den Geist zu geben? Nein, weil jedes kleinste Detail des Neuen im Alten enthalten ist. Also aus dem Alten Testament könnten wir wesentlich mehr herausholen, als das wir bisher gemacht haben. Diese Antwort, die der Paulus gibt, die ist schon sehr hochkarätig, muss man schon sagen. Worin besteht der Vorteil der Jude? Weil ihnen die Worte Gottes anpistisiert wurden. Anpistisiert, so wird es gesagt. Also das ganze Neue wird im Alten vorweggenommen. Sonst wäre der Einstieg vielleicht zu steil gewesen. Gut, da kommt, doch wie, wenn einige untreu wurden, hebt ihre Untreue die Treue Gottes auf? Einige, sagt er so nett. Jetzt hat er uns den Kopf voll geprügelt, dass alle nach ihren Taten gerichtet werden und jene, die das Gute, das Herrliche, die Glorie und die Ehre Gottes getan haben, keiner hat qualifiziert für diesen Job. Und das sind immerhin jene, die versuchen, in den Himmel reinzukommen, die hier sitzen. Nicht? Ich rede nicht von den anderen, denen die Ehre Gottes so eine lange Nase ist. Nicht? Von denen redet das Evangelium gar nicht. Keineswegs, aber wenn einige treu wurden, hebt ihre Untreue. Und jetzt kommt es plötzlich, die Pististeu, die Pistis Gottes nicht auf. Und spätestens da kann man, aber vielleicht wird hier auch noch übersetzt, den Glauben an Gott auf. Nein, aber hier wird gesagt, die Treue Gottes. Das Werk der Kirche ist nicht gebaut auf der Schwäche des Menschen, sondern auf der Stärke Gottes, der sich die Schwäche des Menschen einverleibt hat, der Leib, der Körper.
einverleibt hat. Das ist die Richtung, wo wir weiterdenken müssen. Wenn ich über mich nachdenke, Hölle. Wenn ich über meine guten Taten nachdenke, Hölle. Wenn ich über die Perspektive nachdenke, dass sich in mir was ändert, Hölle. Dann muss ich aufhören, über mich nachzudenken. Ich muss positive Gedanken haben, keine negativen Gedanken. Wenn ich über Christus nachdenke und sein Rettungswerk, dann klingt es nach Himmel. Und in die Richtung muss ich gehen. Keineswegs hebt die Untreue der Menschen die Treue Gottes auf. Ja, das hätte ich auch gerne auf Griechisch gehört, wenn die Bibel noch geöffnet ist, 3,2. 3,3. Also Apistia ist das Gegenteil von Glaube, Unglaube. Also hier wird gegenübergestellt sogar. Schon gut, ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden und die anderen verstehen sowieso nicht, also macht er keine Mühe. Also hier wird ganz hart gegenübergestellt, der Unglaube der Menschen und der Glaube Gottes. Während wir doch bisher gedacht haben, na Gott bringt die Erlösung und wir bringen den Glauben. Fehlanzeige. Der Glaube ist Gottes, geht von Gott aus und ist von Gott, die Pistis ist von Gott erfüllt worden. Das ist die neue Lehre, das Evangelium des Römerbriefes, das so entscheidend ist. Aber, und dann, keineswegs, Gott bleibt immer wahrhaft, jeder Mensch aber ist ein Lügner, wie geschrieben steht, Du sollst in deinen Worten gerecht befunden werden und obsiegen, wenn du gerichtet wirst. Bezieht sich auf Gott. Und da kommt noch die letzte, die würde ich gerne noch machen. Der letzte Einwand, der fünfte. Diese Einwände könnte man auch anstreichen in der Bibel. Also empfehle ich euch sehr, wenn ihr Bibelstudium macht, ihr müsst eine Bibel haben, in die ihr Sachen reinschreibt. Weil wenn man es gewöhnlich auf ein Blatt schreibt, das ist dann irgendwo, und wenn man die Bibel wieder liest, hat man es nicht. Und im Römerbrief, das ist ein anderes Problem bei den Bibelausgaben. Also das Problem der Bibelausgaben ist nicht nur, dass sie schlecht übersetzen und irreführend übersetzen, das ist fast noch schlimmer, irreführend übersetzen, sondern dass sie auch überhaupt keine Rechenschaft sich ablegen, wie sie die Texte einteilen. Da wird, also man hat oft das Gefühl, bei der Jerusalemer Bibel, da hat einer den Zufallsgenerator angeworfen. Zufall. Und irgendwelche Überschriften reingeflickt. Also kreuz und quer, nicht? Und dabei ist es entscheidend, die richtigen Überschriften zu setzen. Dann sieht man die Ordnung des Textes und da kann man dem Argument folgen. Also, das nur nebenbei, da kommt der letzte Einwand, aber wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmend geworden ist zu seiner Verherrlichung, was werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Doch nicht etwa so, wie wir verlästert werden und wie einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute kommt. Also das wäre auch mein Argument, dass man sagt, ja, wenn einer so in die Beichte geht und seine richtige, saftige Beichte auftischt, wo dem Priester die Ohren wackeln, obwohl der abgebrüht ist bis auf den Seelengrund, nicht? Das ist ein Glücksfall in der Geschichte des Menschen. Das, ich habe verstanden. Also je mehr wir Material für die Beichte produzieren, desto besser, weil dann in meiner Sündhaftigkeit die Herrlichkeit Gottes glorifiziert werden kann. Diesen Einwand nimmt der heilige Paulus und sagt, ein bisschen enttäuschend und kurz, nein. Das muss man verurteilen und das verurteilt man zu Recht. Aber auf dieses Thema kommt er später noch einmal zu sprechen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.